Hallo, ich bin der Alexander Thumer, Pressefotograf und komme schon nach Cannes seit 20 Jahren und sogar ein bisschen mehr. Und ich zeige euch jetzt ein bisschen da so ein paar Plätze. Ja, das ist das Carlton Hotel, wahrscheinlich das berühmteste da im Cannes, wo immer sehr viele Stars absteigen und Feste auch stattfinden. Und hier davor sind dann auch immer die wichtigsten Filmfirmen mit ihren großen Filmen, die entweder während des Festivals präsentiert werden oder danach oder die erst überhaupt gemacht werden. Wie zum Beispiel da ist schon der Cars 2 und Transformers 3 und die Karibik der Piraten, der wird diesmal im Festival gezeigt. Und dann ganz oben für die Kinder noch die Schlümpfe, der ist noch in Produktion, glaube ich. Und während des Festivals ist da natürlich vor dem Hotel überhaupt an dem Wochenende fast kein Durchkommen, weil da natürlich die ganzen Festivaltouristen stehen und hoffen, dass sie einen Star sehen. Und manchmal haben sie Glück, dass dann halt einer vielleicht kurz in ein Auto reinhüpft oder vielleicht sogar da auf der Terrasse zu sehen ist, aber auf der Straße geht schon fast keiner mehr. Also die Zeiten sind vorbei, wo du dann irgendwo einen Omar Sharif oder einen David Lynch oder sonst einen Mickey Rourke getroffen hast. Da ist jetzt die Croisette, das ist sozusagen der Ring, die Ringstraße von Cannes, wo sozusagen sämtliche Luxushotels sind, so wie das Martinez, Carlton, das hat jedes Jahr einen anderen Namen, da muss ich erst schauen, wie das heißt. Marriott, glaube ich, ist das jetzt. Und da tummeln sich immer die Menschen den ganzen Tag während des Filmfestivals herum und das wird immer schlimmer, je näher der Tag der Eröffnung kommt, weil natürlich auch sehr viele Touristen herkommen und wenn man da oft von einem Hotel zum anderen muss, muss man dann schon so wie ein Hase so zickzack rennen und nach dem dritten Tag tut dann alles schon so weh, weil man statt die, weiß nicht, die hat ungefähr, wir haben 2-3 Kilometer die ganze Croisette und von Tag zu Tag kommt es einem einen Kilometer oder zwei länger vor. Und weil natürlich die Leute auch nicht auf die Seite gehen, weil das sind alle irre, sobald sie irgendwo eine Kamera sehen, ist das so wie ein Ameisenhaufen, türmen sie sich, weil sie glauben, da ist irgendein Star. Und lustig ist oft, wenn da irgendwelche Menschen sich selber fotografieren und die sind ein bisschen besser gekleidet, dann glauben schon alle, es ist ein Star und da gehen sie hin und fragen sie, wer das ist. Und wenn man da entlang geht, also am Ende dann der Croisette, da ist dann das Palette Festival, wo halt der berühmte rote Teppich von Cannes ist und das Festivalgebäude und die Protokolls und wo halt dann wirklich die Stars über den Teppich zu anderen Filmen gehen. Das ist die Fototerrasse von Cannes, wo man dann immer diese berühmten Bilder sieht mit diesem weißen Ding davor und den Hafen. Hier stehen normalerweise die Stars, zumindest da hier vorne. Die stehen sie dann da hier und posieren. Da hinten dürfen dann ein paar Fotografen, französische Ausgewählte, stehen. Und wir sind eigentlich dann auf der anderen Richtung, wo dann hier ungefähr 200 Fotografen zusammengepfercht von der ganzen Welt stehen und wenn ich ein Glück habe, habe ich meinen Platz wieder hier und das ist ein sehr guter Platz für das kleine Österreich. Und hier ist dann das berühmte Palais de Festival. Wenn man da schaut, da hängt schon das heurige Festivalplakat drauf, schön schwarz, wird schön für die Fotos sein und hier sieht man dann zumindest der Rand ist schon rot und da wird dann der rote Teppich montiert. Da können wir jetzt vorgehen und zumindest einen Blick raufwerfen, wo dann die Stars reinmarschieren werden. Ab Mittwoch dann. Und ja, und der rote Teppich geht dann bis davor, wo dann da bleiben die Stars stehen und marschieren hier rauf und links und rechts sind dann die Kamerateams und Fotografen, wo dann das Blitzlichtgewitter ist. Und wenn es derselbe Platz ist wie letztes Jahr, dann stehe ich, glaube ich, hier in der ersten Reihe. Und das ist schon sehr gut in der ersten Reihe, weil dahinter stehen dann auch immer noch zwei oder drei Reihen mit Fotografen. Und wahrscheinlich nicht, weil ich so gut bin, aber weil ich schon so lange herkomme und das jahrelang erkämpft habe, den guten Platz.
Ja, das Festival beginnt erst in 3 Tagen und schon sitzen da die ersten Schaulustigen und reservieren sich Plätze, wobei manche aber Zeit kriegen von Bildagenturen, die dann auf dem Platz aufpassen, weil da stehen natürlich auch professionelle Fotografen dazwischen und die können aber dann nur stehen, wenn sozusagen schon 3-4 Tage Platz vorher reserviert ist, weil dann die Fans natürlich alles, jeden Zentimeter belegen, was möglich ist. Aber wie schon gesagt, die Hardcore sind circa 3-4 Tage schon da und wie jetzt da die Damen und Herren und sitzen und die sieht man dann auch bei den fast jeden Tag da stehen dann dieselben Leute.